Mit Back to Kakant veröffentlicht Electronic Arts den ersten Zusatzcontent für den Multiplayer-Kracher Battlefield 3. Damit wird der Umfang des Spiels um neue Karten, Waffen und Fahrzeuge erweitert, zudem wurde etwas an der Engine gefeilt. PlayStation 3-Spieler können bereits jetzt schon loslegen, Xbox 360-Nutzer müssen sich dagegen noch eine Woche gedulden. Wir stellen die neuen Karten vor und verraten euch, ob Back to Kakant den Download wert ist. Im Paket sind insgesamt 4 neue Karten enthalten. Frische Maps sind keine dabei, vielmehr handelt es sich um aufpolierte Versionen von älteren Battlefield-Karten. Die erste im Bunde ist der Golf von Oman. Hier ballert ihr an besagtem Golf in einem weitläufigen Gebiet herum, das von zahlreichen Gebäuden durchzogen ist. Die begehbaren Häuser bieten genügend Deckung, sind aber dank der Frostbite 2 Engine zerstörbar. Freie Flächen wechseln sich mit eher engeren Räumlichkeiten ab, sodass Golf von Oman ein gutes Mittelding aus Fern- und Nahkämpfen ist. Die zweite Karte heißt Angriff auf Kakant und ist hauptsächlich in der namensgebenden Stadt angesiedelt. Marode Gebäude, wohin das Auge blickt, Gebäudekämpfe sind dementsprechend an der Tagesordnung. Nur wer hier ständig seine Seiten im Blick hat, hat Überlebenschancen. Wichtige Punkte für die diversen Spielmodi sind unter anderem das Hotel, der große Platz und die Vororte. Im Vergleich zu den Vorgängerversionen fällt bei Angriff auf Kakant der grafische Sprung sicher am größten aus, denn die Sichtweite ist deutlich gestiegen, außerdem ist hier der Einsatz der Frostbite 2 Engine wohl am beeindruckendsten. Die Sharky-Halbinsel ist Karte Nummer 3 im Paket. Auch hier gibt es einen ausgewogenen Mix aus Distanz- und Nahkämpfen. Scharfschützen fühlen sich hier ebenso wohl wie offensivere Spieler. Wichtige Punkte sind der Baustellenbereich, das Parkhaus und das Hotel. Der Einsatz von wendigen Fahrzeugen macht hier am meisten Sinn, außerdem ist gerade der Hubschrauber die perfekte Möglichkeit, um das gegnerische Team aus der Luft zu behaken. Ein wahrer Klassiker ist ebenfalls in Back to Kakant enthalten. Wake Island ist wohl die berühmteste Battlefield-Karte überhaupt, war schon beim allerersten Teil der Serie dabei und ist nun in einer grafisch optimierten Version enthalten. Die Kämpfe spielen sich auf und rund um eine sichelförmige Insel ab, die Angreifer starten auf einem Flugzeugträger, müssen dann ans Festland gelangen und die diversen Flaggenpunkte einnehmen. Zig Gebäude und Hügel sorgen für Deckungsmöglichkeiten und gerade dank der Fahrzeuge hat die Karte auch heute nichts von ihrem Reiz verloren. Neben den 4 Karten findet ihr auch noch 10 neue Waffen, wie zum Beispiel die Farmers oder das mächtige MG36 im Paket. Außerdem sind mehrere neue Fahrzeuge am Start, darunter zum Beispiel ein neuer Jet oder ein praktischer Wüstenbuggy. Back to Kakant ist also insgesamt ein rundum gelungenes Kartenpaket, das Battlefield 3 sinnvoll erweitert und vor allem mit den toll designten Karten für zusätzliche Dauermotivation beim Online-Shooter sorgen wird. Käufer der Limited Edition des Spiels können den DLC für lau herunterladen, alle anderen berappen 14,99 € für Back to Kakant. Das ist zwar eine Menge Holz, aber aufgrund der wirklich tollen Karten, der neuen Waffen und Fahrzeuge und dem Plus an Langzeitspielspaß gerade noch so gerechtfertigt.